Du hast einen Transporter oder Wohnmobil, wo du einen Zusatzsitz nachrüsten möchtest. Da gibt es verschiedene Systeme, wie zum Beispiel einen Gurtbock oder Einzelsitzsysteme. Zu dem Thema möchte ich heute ein bisschen was sagen. Bleibt dran. Herzlich willkommen bei EasyGoing, dem Vanlife Kompetenzzentrum. Thema Sitze nachrüsten verwenden wir in den meisten Fällen ein flexibles Schienensystem der Firma Schnierle in Kombination mit Agouti G-Slide-Sitzen, die recht einfach ein- und ausbaubar sind. Man kann sie entgegen der Fahrtrichtung montieren. Also man hat sehr, sehr viele Vorteile im Vergleich zu einer starr montierten Bank. Und das zeige ich euch jetzt. Die Basis für das Bodensystem bilden jeweils diese Doppelschienen. Auf den Doppelschienen kann man Einzelsitze in jeder beliebigen Position dieser Bohrung montieren und man kann im Fahrzeug eine Schiene, zwei oder drei Schienen nebeneinander montieren, sodass man bis zu drei Sitze nebeneinander hinbringt. Den Bodenaufbau, auf den gehe ich nachher ein. Im Prinzip wird diese Schiene im Fahrzeugboden verklebt und verschraubt. Man braucht eine Mindestlänge von 1 Meter. Oft ist das so beim VW-Bus beispielsweise, dass man die durchgehende Ladefläche quasi versorgen mit so einer Bodenschiene. Und dann kann man, wie gesagt, diese Sitze ganz flexibel an jeder Position montieren, auch entgegen der Fahrtrichtung. Und man kann es auch zusätzlich als Ladegutsicherung verwenden. Da gibt es allerhand Zubehör. Jetzt zum Bodenaufbau. Bei dem Sitzsystem gibt es verschiedene Fußlösungen. Wir verbauen in den meisten Fällen diesen Easy Leg. Den gibt es in zwei Höhen oder eigentlich in drei Höhen. 190 mm, 260 mm und 300 mm. In dem Fall haben wir 260 mm Fußhöhe. Die verwenden wir in den meisten Fällen, weil das von der Geometrie her einfach am besten und am angenehmsten für die meisten Leute zum Sitzen ist. Zum Sitz an sich, wir haben da einen Agouti G-Slide Einzelsitz mit unserem Lodenstoff von Steiner Loden aus Schladming. Also das ist eine echte Schafwolle. Und die ist auch wirklich angenehm, auch im Sommer wie im Winter. Man schwitzt nicht, es ist immer ein angenehmes Sitzgefühl. Die Gurte oder die Sitze sind gut integriert. Das ist auch der Grund, warum man es an jeder Position beliebig montieren kann. Man ist jetzt nicht abhängig von einer B-Säule oder C-Säule, wo ich einfach immer einen Gurt an der fixen Position habe. Man hat Kopfstützen. Es gibt auch andere Sitze. Wir können auch andere Sitze verkaufen, verbauen. Unser Favorit ist auf jeden Fall der Agouti G-Slide-Sitz. Es gibt auch andere Stoffe, wie zum Beispiel die Originalstoffe von Fahrer- und Beifahrersitz. Wenn man dasselbe Optik hinten haben möchte, ist das eine Option. Wir gehen eher den umgekehrten Weg, dass wir die Fahrer- und Beifahrersitz auch mit einem Lodenstoff beziehen, einfach um da ein bisschen ein heimeligeres Wohngefühl reinzubringen. Die Sitze sind recht schlank. Ich klappe ihn jetzt kurz einmal um. Man sieht da schon, er ist recht kompakt von der Bauweise. Also man braucht nicht recht viel Stauraum, wenn man den Sitz jetzt irgendwo in der Garage lagern möchte. Eben auch für unsere Campingsysteme ist der Sitz super geeignet, weil er sich eben schön zusammenklappen lässt. Und man kann den auch in jeder Position einrasten lassen. Wenn man jetzt einen Selbstausbau macht, wo man das Bett zum Beispiel aufliegen lassen möchte, dann kann man sie so abhelfen. Die Sitze sind alle mit Isofix versehen. Für alle Familien da draußen eine super Lösung. Also man kann die Sitze recht easy umbauen oder ausbauen, indem dass man da die Klappe nach unten drückt und dann die Verriegelung löst. Dann ist quasi der Sitz frei und man kann den verschieben. Man kann den auch rausnehmen und auch entgegen der Fahrtrichtung zum Beispiel drehen und zum Montieren einfach wieder an einer beliebigen Position befestigen. Zu den Maßen nur ganz kurz. Wie gesagt, hier eine Bein- oder eine Fußhöhe von 260 mm und das ergibt eine Höhe des Sitzes im umgeklappten Zustand von 58 cm. Man kann es jetzt ausrechnen, was für Höhe das ich habe bei einer Beinhöhe von 190 mm bzw. 300 mm. Das ist eben immer dann relevant, wenn ich einen Lattenrost oder ja, andere Systeme in meinem Camper aufbauen möchte. In der Breite ist er auch recht schlank, da reden wir von 52 cm pro Sitz. Das ist eben der Faktor, der entscheidet, bringe ich
zwei Sitze in ein Fahrzeug oder bringe ich drei Sitze nebeneinander hin? Die Rail-In-Schienen, die eignen sich besonders, um Ladegut zu sichern bzw. um einen Heckauszug zu befestigen. Da gibt es allerhand Zubehör, das zeige ich jetzt. Zum einen ist der Klassiker der Single-Fitting. Das ist ein Schnellspannsystem für die Airline-Schiene. Einfach den Fitting rein und schon ist er fest. Man braucht dann einen zweiten dazu, dass man beispielsweise eine Hundebox oder eine Kühlbox befestigen kann. Mit einem Easygoing-Spanngurt ist die Ladung optimal gesichert und ja, man hat an jeder Position der Schiene einfach eine Verzurmöglichkeit. Des Weiteren haben wir entwickelt den Nutenstein für Schnierle-Schienen. Der hat so eine Knochenform. Das hat den Grund, damit ich den auch in der Mitte der Schiene an jeder Position einführen kann und dann positionieren kann. Einfach in das Lochmuster reinfallen lassen, um eine halbe Lochbreite quasi verschieben und dann diese Fixierschraube, diese Wurmschraube befestigen. Somit bleibt der Nutenstein auch an seiner gewünschten Position und man kann dann Dinge befestigen wie eine Unterkonstruktion für eine Multibox oder einen Heckauszug oder man hat vielleicht selbst irgendwelche Dinge, die man befestigen möchte, wie zum Beispiel eine Trenntoilette oder. In dem Fall kann man zum Beispiel auch eine Ringschraube reindrehen. Diese Nutensteine werden von uns ausgeliefert mit einmal M6 und einmal M8 Gewinde. In beiden Gewinden sind diese Fixierschrauben drin. Man kann sie somit aussuchen, brauche ich das M8 Gewinde oder brauche ich das M6 Gewinde für meine Befestigungsvariante. Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch ein Abdeckprofil. Es ist so ein Gummiprofil, das kann ich auf die Schnierle-Schiene draufgeben oder über diese Bohrung drüber geben, damit man einfach da einen sauberen Abschluss hat. Die Schienen sind geschont, dass sie nicht so zerkratzen. Des Weiteren ist das eben ein Gummi, das dient auch zur Ladegutsicherung. Das heißt, die Ladung rutscht nicht so herum. Und ein besonderer Vorteil auch noch ist, dass man die Zehen sich da nicht irgendwie einzwicken kann oder so, beziehungsweise dass auch kein Dreck reinfällt. Das Ganze gibt es als Meterware bei uns. Einfach in die Schiene rein klemmen quasi und man hat einen sauberen Abschluss. In dem Fall kann man jetzt nur einen Teppich drüber legen, dann hat man ein wohnlicheres Raumgefühl. Aber im Grunde ist das schon eine saubere Sache. Der Bodenaufbau ist da ganz gut dargestellt. Die Basis ist immer diese Doppelschiene. In dem Fall haben wir die Schiene pulverbeschichtet. Das ist grundsätzlich in allen RAL-Farben möglich, beziehungsweise dann wir die Schienen auch eloxieren. Das muss halt immer zu eurem Projekt passen. Da tritt es einfach mit uns in Kontakt. Vom Aufbau her kann man sich jetzt vorstellen, dass das hellbraune, die Platte da unten, das soll den Fahrzeugboden darstellen, sprich den Blechboden. Die Sitzschiene wird am Blechboden verklebt. Da werden mehrere Raupen, Kleberaupen mit einem gewissen Abstand zum metallischen Boden verklebt. Zusätzlich wird die Schiene auch nach Aufbaurichtlinien, je nachdem wie lange die Schiene ist, verschraubt, mindestens zweimal. Wie gesagt, je nachdem wie viele Sitze da reinkommen oder wie lang die Schiene ist, auch öfter. Das heißt, durch den Fahrzeugboden durchgeschraubt, das ist dann hundertprozentig sicher. Man braucht nicht Angst haben, dass die Schiene nicht hält. Halten tut prinzipiell der Kleber. Und die Schrauben sind einfach nur zur Sicherheit. Dieser Doppelspacer oder die Schiene schaut eben so aus. Original kommt sie in diesem Silber. In dem Fall ist Schwarzpulver beschichtet. Und wir haben da unseren Bodenbelag. Den gibt es in verschiedenen Farben. In dem Fall ist jetzt Terracotta Dark verbaut. Wir haben da eben eine Auswahl an verschiedenen Farben. Das ist ein Bio-Bodenbelag aus Rizinus-Rapsöl-Kreidemischung. Den kann man da zwischen den Schienen reingeben und auch links und rechts von der Schiene, sodass die ganze Ladefläche eben einen sauberen Boden hat. Genau, wir haben eben da die Basis und links und rechts davon wird dann gedämmt. Das heißt, wir dämmen eigentlich immer so, dass wir zuerst eine Schalldämmung aufbringen. Das ist ein Alubutyl. Das ist einfach, damit man wirklich keine Fahrgeräusche und Abrollgeräusche hat, damit das einfach gedämpft wird. Und dann wir Wärmedämmung rein, das ist das Schwarze, was man da sieht.
Einfach, dass von unten nicht zu kalt ist. Und jetzt können da nur links und rechts jeweils eine Schiene sein oder man verbaut nur eine. Wie gesagt, Mindestlänge der Schiene ist 1 Meter, man kann es auch nachrüsten. Ja, so viel zum Aufbau. Montierbar in quasi jedes Fahrzeug. Und zu guter Letzt nun das Thema der Eintragung. Man muss die Nachrüstung dieser Sitzschienen auch eintragen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt aus einem Zweisitzer einen Fünfsitzer macht, dann muss ich das auch beim TÜV vorführen. In diesem Sinne würde ich auf jeden Fall einen Aufbauhersteller wie uns beauftragen für die Nachrüstung dieser Sitzsysteme. Das ist auf jeden Fall nicht für einen Selbstausbauer geeignet. Wir sind geschult auf dieses System. Wir verbauen das quasi täglich. Wir bieten die Eintragung auch als Dienstleistung für euch an. Das heißt, ihr habt keine Mühen, um da beim TÜV vorzufahren, das übernehmen gerne wir. Sprecht uns an, kommt auf uns zu mit euren Themen, wo nachgerüstet werden soll. Bei unseren Roman ist es ja quasi der nackte Transporter, der zu einem Family Van aufgebaut wird. Und da verbauen wir quasi sowieso auf dem Blechboden auf. Das ist natürlich die beste Basis. Wie gesagt, das ist auch eine Nachrüstlösung, wenn ich jetzt einen fertigen Verbau schon habe. Da müsst ihr aber bitte mit uns in Kontakt treten, ob wir das wirklich umsetzen können. Wir schauen uns das gerne an, machen euch ein Angebot und setzen das dann auch sehr gerne für euch um. Wenn ihr mehr zum Thema Sitzsysteme nachrüsten wissen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns auch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und bis dorthin, kommt wieder mal vorbei. Habt einen schönen Urlaub. Pfiat euch.